So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei New York Mysteries Ausbruch des, ja, des Coronavirus tatsächlich. Wie wir in der letzten Aufnahme feststellen mussten, handelt es sich dann doch tatsächlich bei diesem irrwitzigen Spiel um den Ausbruch eines Coronavirus, nicht des unbedingt des Covid-19-Viruses, das wir haben, aber doch wahrscheinlich ein Virus, das in der Struktur doch recht ähnlich zu sein scheint, wie mit dem, das uns dieser Tage das Leben schwerer macht. Und das müssen wir jetzt bekämpfen. Also liebe Virologen, lieber Christian Drosten, bitte schau genau zu. Wir werden heute rausfinden, wie es geht. Hoffentlich. Oh, wir haben vergessen, die Schachtel zuzumachen. Boah, Alter, dass die Oma uns dann trotzdem den Schlüssel gegeben hat. Alter, Respekt. So, wir können jetzt hier beim seltsamen psychiatrischen Virologen in die Wohnung einbrechen, die natürlich mit zartem rosa Licht beleuchtet ist. So, here we are at Travis's. We need to carefully examine everything. We might still be able to figure out what he's planning. Bei den Travis's. So. Ein Buch über Fotografie. Ah ja, ein Notfall-Evakuierungsplan. 15 Punkte extra, Westgrebel. Handbuch zur Fotografie. Nein, er will Fotos machen. Auf seinem Bett, das ungemütlicherweise mitten im Raum steht. Wer hat denn sein Bett mitten im Raum stehen? Gut, und vernagelte Fenster, das hat vielleicht auch nicht jeder, aber sein Bett mitten im Raum, das ist ja echt, grenzt ja echt wirklich an irgendeinen Wahn. So, das sieht aus wie eine Kombination von einem Safe. Ich muss sie mir merken. Ja, dann müssen wir erstmal lernen, wie wir Fotos machen können. Okay, die hat er ja überall notiert. Da ist etwas drin, aber diese Taste kann ich nicht gedrückt oder kann ich gedrückt oder gedreht werden, also rausschneiden damit. Ach, das Messer ist echt Allzweckwaffe. Und wir bekommen einen leckeren Chip. Interesting. What did he photograph? Let's try developing the film. Entwickle den fotografischen Film. Warum ist hier überall dieses rote Licht? Ich muss die Kiste aufschneiden. Los! Suggestion in an altered state of consciousness. Have you heard about the research in this field? While people were under the influence of psychotropic drugs, they were shown various images and inspired with particular beliefs. Maybe Travis did something like that to you, to convince you the epidemic was already in full swing. Der hat uns doch was gespritzt. Tank für Fotofilm. Ja, so wird es bestimmt auch hier im Handbuch zur Fotografie drinstehen. Und Fotopapier. So ein Schal. Nein, so ein Verbrecher. Ein Schlüssel. So, hier geht's wohin? Ich kann dieses Foto entwickeln, aber ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich brauche auch Fotopapier. Haben wir doch. Und Tank für Fotofilm. Nee. Und Kamera. Eine spezielle Flüssigkeit erforderlich. Hier, Tank für Fotofilm. Für die Entwicklung von Fotos ist eine spezielle Flüssigkeit erforderlich. Ja, das wissen wir doch. Eine spezielle Flüssigkeit macht sich in der Kamera breit. Schließ den Tank auf oder lass es bleiben. Ich muss hier die Fixierlösung schütten. Okay, vielleicht brauchen wir da noch ein paar Sachen für. Alte Milch. Ah, okay, hier brauchen wir Tasten für, damit wir an die eklige Papaya da kommen. Was ist das? Metallhalterung.
Und... Boah, hört ihr die Fliegengeräusche? Das ist ja widerlich. Ihh. Okay. Dosenöffner. Hä? Ach, Moment mal. Wir können die Birne hier einfach nehmen. So, hier austauschen bitte. Ihhh! Oh, ein Nest! Wenn ich den Kühlschrank einschalte, kann die kalte Luft vielleicht die Bienen auseinanderjagen. Bäh! Ein Stück Karton. Was machst du denn da? Ja, dann mach das doch mit diesem Stück Karton, wie auch immer. Noch ein Stück Karton. Ah ja. Streichholzschachtel. Was tust du da, Junge? Hä? Begreife ich nicht. War jetzt wegen dem Rauch oder was? Mh, lecker. Pizza. Ja, wie furchtbar. Lässt sich nicht von Hand öffnen. Wie, was? Ah ja. So, du weißt auch genau, wie das hier vonstatten geht, natürlich. Was hat der Travis denn die ganze Zeit gegessen? Seitenlänge oder Ecken? Also keine Ecken. 2, 3, 4, ganz viele. Ah ja. Benzol. Natriumsulfatlösung. Irgendwelche medizinischen Begriffe, die ich mir ausdenke. Benzol? Nicht. Natriumsulfatlösung? Nicht. Dann nicht. Jetzt muss ich das unentwickelte Foto ins Wasser legen. Hier. Okay, gut, ja. Jetzt müssen... Ja, anscheinend müssen wir dieses Foto irgendwie hinkriegen. Ich brauche einen Film. Ich brauche Fotopapier. Ich muss das Papier aufschneiden. Was? Ich brauche... Hier ist doch Fotopapier! So, den Film. Den brauchen wir. Für die Entwicklung des Films... Benzol? Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Ich hab doch keine Ahnung. Finden wir sonst noch was irgendwo? Vielleicht? Hier unten waren wir nämlich noch gar nicht. Hier kann ich verschiedene Papiere gründlich untersuchen. Nach Herzensgüte und solange ich Zeit habe. Apparently Travis has been watching me for a long time. Aha, ja, da ist sie. Da. He suspected that a secret organization existed and that the mask was most likely within the organization. Und was hat sie denn eigentlich damit zu schaffen? Wie, warum? Ich verstehe nichts.
Ah, nochmal ich in der Bar. Und hier rot umkreist. Ah ja, mein Steuerberater. Oh, mein Haus. Hier, ich im Schwedenurlaub. Hier mit irgendeinem Jungen, den ich entführt habe. Ah ja, nochmal in Schweden auf. Und das ist ein Haus, das mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Ah ja, und das hier, das nutze ich als mein neues Facebook-Profilbild. Das sieht ganz gut aus. Und nu? Ach so, das ist so ein Code, den wir uns dann merken können. Entwickler, Zusammensetzung Benzol und Natriumsulfat. Na, so eine Überraschung. Kipp rein, den Übel. Hier können wir noch schön was rauchen nachher raus. So. Dann mal hier ab ins Fotolabor. Entwicklerlösung. So, Film raus. Film da rein. Benzol drauf. Ich habe das vorher schon gewusst, dass man das Benzol und das Sulfat dafür braucht. Ich wollte es vorher schon ausprobieren. Da habe ich dem Spiel eigentlich selbst ein Schnippchen geschlagen. Also ja, eigentlich wusste ich das vorher schon. So, hier jetzt rein. Darf da Licht dran kommen? Ich brauche Fixierlösung. Ich brauche Fixierlösung. Ich muss hier die Fixierlösung reinschütten. Wo bekommen wir das denn her? Das unentwickelte Foto ins Wasser legen. Fixierlösung bräuchten wir noch. Die Tür kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Bitteschön. Nein! Es fehlt ein Chip. Bewege die Chips entsprechend den Farben der Behälter. Hä? Ach, sowas also. Naja, gut. Sowas kriegen wir aber, glaube ich, hin. Hoffe ich doch. Behaupte ich. Befürchte ich. So, rot zu rot. Blau zu blau. So löst man das ganz genau. Gut, das war dann doch recht simpel. Noch ein Schlüssel. Das macht mich wahnsinnig, dass der hier sein Bett einfach hier mitten im Raum stehen hat. Warte mal, wo war denn das da, wo wir was aufschließen konnten? Wir hatten doch noch sowas irgendwo. Achso, hier können wir uns was merken. Hier können wir Papiere untersuchen, sowas hier zum Beispiel. Okay. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir noch die Lösung. Also die könnte ich jetzt im Internet nachgucken, aber ha! Okay, Film haben wir und das da auch, aber tatsächlich fehlt uns noch diese Filmlösung. Die Oma hat das bestimmt nicht bei ihr in der Wohnung. Ach, warte mal, das können wir vielleicht auch noch nach unten hier in den Keller legen, oder?
Ja. Liebe Karte. Hier können wir was tun. Fragt sich nur was. Ehrlich, was können wir hier denn tun? Ach so, ja, hier was fotografieren, aber... Sieht aus wie die Kombination für den Safe. Kombination für den Safe. Was ist das hier? Was ist das hier? Hier hängt doch was! Ach so, das ist hier, glaube ich, nur mit vernagelt. Kombination für den Safe. Ja, ich würde es ja gern fotografieren oder sowas. Aber, wir haben die Kamera ja nicht. Rausschneiden geht auch nicht. Karte? Hier wirklich? Gibt's hier was zu tun? Nee, jetzt steht hier unten, gibt's was zu tun. Hä? Was ist das? Ach, das, ja, das ist der Safe. Hier können wir wieder was fotografieren. Lieber Hinweis. Drehe mit Hilfe des Hinweises die Räder und stelle den richtigen Code. Ach so, wir können das jetzt schon. Oh oh. Hä? Moment, hä? Aber das müssen wir doch noch alles finden, oder nicht? Hier mit dem, mit den dollen Sachen da. Oder ist das was anderes? Hä? Begreife ich nicht. Drehe mit Hilfe des Hinweises die Räder und stelle den richtigen Code ein. Links. Plus, plus. Rechts rum. Links rum. Rechts auf 3. Rechts rum auf die 1. Links rum auf die 3. Dann links rum auf die 2. Hä? Hier ist ja gar nichts. Warte mal mit dem Strich hier. Das heißt rechts rum. Rechts drehen auf die 1. Dann links drehen auf die 3. Rechts auf die... Dann... Wieder rechts rum auf die 1. Links rum auf die 2. Und rechts rum auf die 4. Also nach links auf die 1, nach rechts auf die 2, nach links auf die 4. Also, nochmal von neu. Nach rechts auf die 1, links auf die 3, rechts auf die 1, links auf die 2.
Also rechts 1, links 3, rechts 1, links 2, rechts 4. Moment, wo fangen wir an? Rechts 1, links 3, rechts 1, links 2, rechts 4. Und hier nach rechts auf die 2. Aber hä, das begreife ich irgendwie nicht. Warum gibt's das denn hier zweimal? Und außerdem hat das gar keine richtige Zuordnung hier bei diesen Zahlen. Also so halb, aber nicht wirklich. Das ist hier nicht genau auf diesen Zahlen drauf. Plus, plus. Wir machen mal... Wir probieren das einfach mal nach rechts auf die 2... Nee, nach rechts auf die 9. Nee, nach links auf die 9. Aber das ist auch nach links. Links auf die 9, nach links auf die 8. 9, nach links auf die 8. Nach rechts auf die 7, nach links auf die 6. Nach rechts auf die 9, nach links auf die 8, nach rechts auf die 7. Moment. Doch, doch, doch. Nach rechts auf die 9, nach links auf die 8. Auf die 9, nach links auf die 8. Und dann nach links auf die 7. Nach links auf die 6 und nach rechts auf die 5. Hey, ich habe alles gemacht. Plus, plus hier, leck mich. Ich würde es gern wissen, wie es funktioniert, aber... Tagebuch. Treffe es zu Hause, das lese ich jetzt nicht alles. Hm. 9,5. Raff ich nicht. Egal. Naja, macht nichts. Also, finde ich jedenfalls nicht. Keine Ahnung. Ganz komisches Rätsel. So, Maske Tag 6. Heute habe ich eine seltsame Wechselwirkung zwischen der Maske und einem Mineral entdeckt. Während ich die Maske trug und zu der Bank mit Elbaid ging, verursachte das Mineral eine schwere Lähmung aller meiner Muskeln. Naja, wie gut, dass wir das dabei haben. Huiuiui. Maske Tag 7. Eine weitere wichtige Entdeckung. Es scheint, dass die Maske seltsame magnetische Eigenschaften hat. Sie wird 100-mal stärker als herkömmlicher Stahl von Magneten angezogen. Maske Tag 9. Fremde drangen in mein Labor ein und bestanden darauf, dass ich die Maske und alle Entdeckungen vergesse, die ich dazu gemacht habe. Sie beschlagnahmten sie zusammen mit meiner Arbeit daran. So, da müssen wir mal zum Kühlschrank gehen und da eine
uns vielleicht hier so einen Haushaltsmagneten holen und dann schaffen wir das doch. Mann, ich hätte gern gewusst, wie das Rätsel geht, aber ich hätte, glaube ich, keine Chance gesehen, das irgendwie in baldester Nähe rauszukriegen. Und nu? Unentwickeltes Foto und das hier jetzt ins Wasser rein. Ja. Entwickle den fotografischen Film, abgeschlossen. Und jetzt. Aha. 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 Was?